So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir befinden uns heute im Seelengrab. Unsere Aufgabe ist es, Valerias Mutter zu finden. Wo auch immer sich diese gerade aufhält, auf unserem Weg bin ich mal gespannt, was wir alles entdecken werden. Okay, hier geht's offensichtlich nicht weiter. Mal gucken, was hier noch alles im Seelengrab auf uns warten wird. Ich sehne mich danach, noch einmal die Dünen von Hammerfell sehen zu dürfen. Woher seid ihr gekommen? Ja, jetzt habe ich wieder eine normale Farbe, das war schön. Knochenmänner. Ach Gott, die haben Seelenstelle bei nicht. Eine Seelenhülle. Die nehme ich doch gerne mit. Warte, hier war doch noch einer, oder? Was sind eigentlich für komische Dinger? Na gut, ist der zweite weg. Den hat die wahrscheinlich voll gefetzt, oder? Na gut. Da ist er hin. Guck mal, der hat einen. Ein Seelenstein hat ein Gewicht. 0,1, da kann man ja jede Menge von uns einsammeln. Na, was soll denn hier Schönes? Sieht hier alles sehr merkwürdig aus. Ich weiß überhaupt nicht, was hier was ist. Ach, guck mal. Hallo. Das wird euch eine Lehre sein. Gewöhnlicher. Der ist sogar gefüllt mit gewöhnlicher Seele. Und eine Truhe haben wir hier. Oh, nur Gold. Okay. Geldbeutel und Jubs Werk, Seite 6. Nehme ich mal mit. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Wie es sein sollte. Okay. Interessant. Interessant. Gehen wir mal weiter. Ihr müsst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Immer mit der Ruhe. Wer ist Arvak? Arvak, mein Ross. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich flehe euch an. Ein Ort wie dieser verändert einen. Wie kann ich ihm helfen? Arvak! Arvak, wo bist du? Arvak, bitte komm zurück! Komm zurück! Oh Gott, jetzt muss ich noch einen Schälen hier in diesem Riesenmonster finden. Na super, Hammer. Gut, was mal. Ach, was war denn hier Schönes? Nein, wir können ja einfach Seelen aufnehmen. Hammer. Sehr geil. Was ist das hier? Kenn ich auch noch nicht. Eine Seelenhülle. Okay. Wofür die gut sind, weiß ich nicht. Finden wir es heraus? Na sicher. So ein Seelenriss ist doch ganz praktisch, muss ich ehrlich sagen. Da kann man seine Seelen auffüllen und die werden wir bestimmt noch brauchen. Okay, ich schätze, am sinnvollsten ist, wenn wir dieser Art Weg hier folgen werden.
Dann denke ich, ist es am einfachsten, das Ziel zu erreichen. Oh, ich glaube, ich habe Ava gefunden. Boah, Leute, ihr glaubt ja gar nicht, wie gerade ich mich erschreckt habe hier. Komm, da will ich es mal wissen. Dem Viech rennen wir mal gerade hinterher. Was ist bloß mit euch los? Sagen wir einfach mal, dass der Kunde jemand war, der für einen ganzen Zirkel von Totenbeschwörern arbeitet. Wie im Namen von Senita hätte ich wissen sollen, dass die Zutaten nicht echt waren? Sehe ich wie jemand aus, der einen Totenbeschwörer hintergeht? So seid ihr also hergekommen. Pferd, Kutsche, das ganze Programm kam ohne Vorankündigung hierher. Wisst ihr, ach, man muss sich also anmelden. Händler von Hochfels. Die Leute besuchten mich sehr lustig. Und womit wollt ihr mich bezahlen? Ich sag euch was. Ich weiß euer Ziel zu schätzen. Also mache ich mit. Das Einzige, was es hier in Hülle und Fülle gibt, sind Seelenhüllen. Hüllen in Fülle. Diese hässlichen, pilzartigen Dinger, die aus dem Boden wachsen. Bringt mir, sagen wir mal, 25 Hüllen. Dann könnt ihr die mir verbliebenen Waren durchstöbern. Nun gut, was habt ihr denn Schönes? Krimskrams, den ich im... Sagt mir, wonach ihr sucht. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, wenn ihr die Hüllen habt. Ich habe Mitleid habt. Mit den Toten. Ewig gefangen ihr könnt sind. Es noch immer es scheint fast so, als würden sie immer noch leben. Ein Verkäufer, selbst über den Tod hinaus. Und Seite 10. Gut, es fehlen nur noch... Keine Ahnung, wie viele Seiten fehlen denn noch. Da hoch wollen wir jetzt noch nicht. Ich gucke jetzt erstmal hier hinten lang. Denn in diese Richtung wollten wir ursprünglich wegen Arwak. Boah, hier ist es irgendwie schon gerade ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwas Spannendes jetzt hier entdecken werden. Außer Knochenmänner, die uns jeden Moment töten wollen. Und natürlich, wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir auch diese lustigen Seelenhüllen mitnehmen. Da kriegen wir nämlich noch ein bisschen was an Waren. Ist doch auch nicht ganz verkehrt. Ich hoffe, die wiegen nicht allzu viel. Ich hoffe, die wiegen so gut wie gar nichts eigentlich, oder? Wer ist da? Also, Feinde sind da. Ein Zornmann diesmal. Okay, der kann was einstecken. Zwei Zornmänner. Ja, Serana, bring sie um. Wie wär's? Wir haben aber gerade wenig Leben. Diese Zornmänner sind ziemlich heftig, muss ich zugeben. Okay, was ich auch mal wieder machen könnte, wir haben doch hier bestimmt eine Armbrust und nur einen Stahlbolzen.
frage ich mich doch gerade, warum waren denn die Zornmänner hier? Woher seid ihr gekommen? Die Dinger nennen sich Torwächter. Ich will von diesen Bolzen jetzt eigentlich jeden Schuss treffen. Wow, was war denn das für einer? Schwarzer Seelenstein, mächtig. Boah. Wow. Der war aber nicht ohne, muss ich sagen. Wenn Serana nicht wäre, glaube ich, der hätte uns vollkommen zerfleischt. Die Stufen sind bei denen hier auch ein bisschen größer. Gibt es jetzt hier noch irgendetwas außer... Na gut, obwohl, ich muss ja zugeben, so ein schwarzer Seelenstein mächtig... Der ist auch schon ganz schön was wert. Na gut, dann haben wir halt eben einen Torwächter erledigt. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg zu unserem Pfeil. Denn... Ich glaube, um Arvaks Schädel zu finden... Müssten wir hier noch ein bisschen länger rumgurken. Ah, da, ein Knochenmann. Daneben! Scheiße! So, Inventar, Waffen. Den will ich jetzt nicht nehmen, sonst kriegt er noch mehr. Besonders wirkungsvoll gegen Untote. Das wird euch eine Lehre sein. Ah, was war denn hier? Ein Elfenschild? Kleiner Seelenstein, dort nehme ich gern mit. Starkes Gift, okay. Okay. So, gar nicht so verkehrt, so ein silbernes Schwert, oder? Was? Wie soll ich denn bitte an der Neuverfassung meine... Was soll... Hätte ich nicht die ganzen Seiten verloren? Also, ich bin Jim. Ich kann nicht behaupten, dass mich... Ein... Sicher habt ihr von der Aufstieg und Fall von Schutzpatron... Furchtbar. Ich war gerade ins Schreiben des zweiten Bandes vertieft, als sie mich einfach in dieses Wie viel reißt zum Beispiel damit? Ihr kein Bock mit ihm zu reden, können wir später machen, Leute. Seele aufgenommen. Oh. Hier ist ja ein ganzer Drache. Ah, guck mal, hier sind ganz viele von diesen Seelenhüllen. Guck mal, der pflanzt die extra für uns an. Dann können wir die gleich diesem Typen geben. Wie viel haben wir denn eigentlich von diesen Dingern jetzt?
S für Seelenstein. Unser Zutaten vielleicht? Essen, nee, Essen bestimmt nicht. Aber müssen hier das sonstige sein oder Seelenstein, fragt man, Seelenstein. Kann man ja gerade herausfinden. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Es. Ah, doch, hier, Seelenhüllen. Okay, zwei Stück fehlen mir noch. Das ist doch mal eine positive Nachricht. Unter Essen, die Dinger kann man essen. Das stelle ich mir irgendwie ekelhaft vor. Wo wir jetzt wohl hier hinkommen? Wahrscheinlich müssen wir gleich gegen so einen ganz fetten Gegner kämpfen, der uns eiskalt in den Boden stampft mit einem einzigen Schlag. Es wird wahrscheinlich gleich so kommen, hier so ein richtig überpowerter Gegner. Aber ich glaube, wir kommen unserem Ziel schon langsam näher. So, Vorsicht ist die Mutter, ne? Wie man so schön sagt. Und wie es jetzt hier weitergehen wird, oder? Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen was gezockt wieder. Wird's reichen? Wird's nicht reichen? Wird's reichen? Wird's nicht reichen? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge von Skyrim. Tschüss.